Fairplay, Ethik und Werte im Sport. Das Jahresmotto der Sportregion Stuttgart. Vor allem der Fußballsport stand beim 24. Sporttalk im Fokus. Wird der wahre Sport langsam aber sicher zur wahre Sport, war der Titel der Veranstaltung. Und gerade beim Fußball ist diese Frage aktueller denn je. Stichworte wie Ablösesummen, Spielerstreiks und die European Super League der Spitzenclubs sorgen für Zweifel, ob im Fußball wirklich noch fair gespielt wird. Also ich glaube, dass nicht nur das Fairplay auf dem Platz, sondern dass auch das Playfair außerhalb des Platzes falsch läuft. Das geht wirklich von, was Sie sagen, Football Leagues über Steuerprobleme bis hin, glaube ich, zur nächsten Football Leagues-Ausgabe im kommenden Jahr über den politischen Einfluss und die Macht des Fußballs. Und ich glaube, der Fußball hat noch nicht erkannt, was er für eine gesellschaftliche Macht hat. Ich hoffe, dass er sie erkennt, weil er hat ein großes Potenzial, als Vorbild zu dienen. Der FC Playfair ist ein Verein, der sich für Integrität im Profifußball einsetzt. Klaus Vogt und seine Mitstreiter haben unter anderem bei der UNESCO beantragt, die Fußball-Fankultur zum immateriellen Weltkulturerbe zu erklären. Denn seiner Meinung nach darf der Fußball nicht den Reichen und Mächtigen gehören. Und der gehört natürlich nicht nur den Verbänden, den Funktionären, den Vereinen, den Spielern oder den wem auch immer, sondern er gehört natürlich auch den Fans. Und Oliver Bierhoff hat ja die Frage selber beantwortet, als er vom NDR gefragt wurde, wem gehört der Fußball. War die schnellste Antwort den Fans. Der Fußball und die negative Berichterstattung über ihn, es könnte eine Chance für den Handballsport sein. Vom 10. bis 27. Januar findet die WM in Deutschland und Dänemark statt. Zeit, sich zu positionieren. Nur uns muss es gelingen, die ARD und ZDF Berichterstattung anlässlich der WM zu nutzen, weil der Fußball ja wirklich fast nur noch im Bezahlfernsehen stattfindet. Und das ist eine große Chance für uns, unseren Sport einem breiten Publikum zu präsentieren. Und darauf hoffen wir anlässlich der Weltmeisterschaft. Denn an der Basis ist gerade der Württembergische Handballverband ziemlich aktiv. Aktionen wie das Star-Training vor kurzem in Schwieberdingen mit dem Frauenbundestrainer und den 4 Nationalspielerinnen der SGBW in Bietigheim kommt beim Nachwuchs extrem gut an. Und auch in Sachen Fairplay ist der Handballsport dem Fußball deutlich überlegen. Im Großen und Ganzen ist es eine Sportart, in der man sich 60 Minuten lang die Kante gibt und danach eben sehr fair auseinandergeht. Das macht den Sport insgesamt aus, aber es macht auch den Handball aus, weil er eng, kraftvoll, schnell, dynamisch ist und dadurch natürlich auch in Situationen kommt, wo man auch so oder so reagieren könnte. Der Handball auf und neben der Platte ein fairer Sport. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass hier noch nicht die ganz großen Millionengelder im Spiel sind.